Ja, hallo liebe Zuschauer. Heute sind wir in Bochum und holen unser neues Reisemobil ab. Die Vorstellung folgt im Anschluss, bis später. So, und wenn ihr euch fragt, wo in Bochum seid ihr denn jetzt, kann ich es euch sagen. Wir sind bei Spürgl in Bochum und es wird dieses Mal kein Knaus und es wird auch kein Frankia mehr, sondern es wird etwas, was hinter mir steht. Lasst euch überraschen. Ja, liebe Zuschauer, ich will euch nicht länger auf die Folter spannen. Wir haben uns jetzt gekauft, ihr seht schon im Hintergrund, den kleinsten Pedes von Morelo, weil ich einfach die Qualität der anderen Hersteller leid hatte. Es sollte ein Auto werden, was nicht länger ist als 8,20 Meter, damit ich mit dem Hänger noch gut weiterkomme. Ich sage euch auch gleich warum. Da wir beim Fahrzeug mittlerweile umgestiegen sind auf Elektro, soll natürlich auch dieses Elektro nicht noch ein weiteres Fahrzeug mit in Urlaub. Und dafür haben wir uns von Tamaret einen Hänger bestellt und auch gekauft bei der Firma Anhänger Lewald in Marl, der insgesamt ein zulässiges Gesamtgewicht hat von 3,5 Tonnen. Er ist mega perfekt für das Fahrzeug. Ich habe noch reichlich Reserve vom Gewicht und er ist trotzdem mit 6,80 Meter Gesamtlänge nicht zu lang. Über das Beladen vom Hänger und vom Tesla zeige ich euch dann noch mal im separaten Film, wie einfach das Thema bei dem Ding funktioniert. Das geht nämlich ratzfatz mit einer Hubelektraulik. Zum kleinsten Pelles, speziell ist nicht viel zu sagen. Er hat eine Komplettausstattung, er hat ein zulässiges Gesamtgewicht von 7,49 Tonnen, sodass er mit dem alten Dreier noch problemlos gefahren werden kann. Und das Interessante bei dem Fahrzeug ist natürlich, dass ihr hier 3,5 Tonnen Anhängelast habt. Und ich kann noch über eine Tonne zuladen. Das ist natürlich bei keinem anderen Wohnmobil verfügbar in der Klasse. Ne? So, jetzt haben wir das gute Schätzchen schon mal eingeräumt. Wir wollen am Wochenende Richtung Süden fahren, mal ein paar Checks machen mit dem Fahrzeug, auch mit Anhänger gleich. Schauen wir uns mal an, wie nachher alles funktionieren wird. Und jetzt macht er mit mir einfach mal eine kleine Runde durch das Fahrzeug. Es wurde ja schon einige Mal im Netz vorgestellt, aber wenn man selber dann drin steht, in seiner eigenen Konfiguration, dann fühlt man sich doch nochmal etwas wohler. So, was haben wir drin? Wir haben hier im Palace natürlich schon eine mega gute Grundausrüstung drin. Und wir haben hier natürlich SAT-TV auf dem Dach. Wir haben die große Solaranlage, ihr seht es, mit insgesamt 680 Amperestunden mit zwei großen Super-Bs im Kofferraum. Wir haben die neue Alte drin. Wir haben einen schönen Wechselrichter drin mit Dauerleistung 3000 Watt. Für das, was man hier drin auch braucht. Und jetzt schaut euch das Fahrzeug mal an. Wir bewegen uns auf 8,20 Meter. Und wir haben hier Platz wie in einer kleinen Ferienwohnung. Das war für uns auch eigentlich ausschlaggebend, um dieses Fahrzeug tatsächlich zu erwerben. Ne? Es ist alles drin, es fehlt hier nichts. Wir haben jetzt schon unser eigenes Equipment eingeräumt. Wir haben hier Glück gehabt, der Händler hat die große Platte bestellt, nicht die kleine Morello Sand, sondern die richtig schöne Verbundstoffplatte. Nespresso gehört dazu. Alles andere wurde schon vorgestellt. Ihr habt die große Inverter drin von Panasonic, sodass ihr hier auch grillen könnt. Schönen Kühlschrank, schönes Gefrierfach und natürlich tatsächlich auch hier die schöne Klimaanlage auf dem Dach in der Mitte vom Fahrzeug, die man dann nachts für vorne regeln kann, wenn man es braucht, oder auf das ganze Fahrzeug. Große Dusche ist mit drin im Auto und natürlich ein richtig schönes Schlafzimmer, getrennt mit großen Betten. Palace-Ausstattung hier nochmal Fernseher, hatten wir bisher nicht. Hätte ich jetzt auch nicht vermisst, aber ist mit drin. Und es ist schön hell. Man hat genügend Platz, um hier auch zu sitzen mit dem Kaffee in der Hand morgens. Man schaut euch jetzt das Bad an. Das Bad ist einfach eine Wucht. Wenn man sich das anschaut, Tageslicht mit drin, große Schränke. Und hier hat man die spezielle Toilette hier schon drin im Palace als Variante mit der Absaugung. Fahrzeug hat Fäkalientank, 200 Liter. Fahrzeug hat 200 Liter
Fahrzeug hat Gastank 120 Liter und Fahrzeug hat den großen Dieseltank mit 170 Liter. Ich denke, hier drin kann man schöne Urlaube machen. Was für uns neu ist, aufgrund unseres sogenannten ersten großen Alkovens, ist tatsächlich der Unterschied in der Temperatur. Wenn hier vorne zu ist mit der Holztür, habt das hinten drin richtig mega gedämmt. Es wird nicht richtig heiß da drin. Und hier im Vorderbereich des Führerhauses, schätze ich jetzt mal, haben wir locker bei Bewölkung heute schon Minimum 10 Grad mehr drin. Man merkt es deutlich, deswegen, wenn man drin wohnen kann und die Tür zumacht, es ist richtig geil. Was ich jetzt hier noch machen werde beim Fahrzeug, ich werde mir hier noch von Projekt Camper in Hamburg die kompletten Dämmmatten fürs Führerhaus holen, sodass auch hier die Hitze und die Kälte draußen bleibt. Und dann ist es hier auch nochmal etwas einfacher. Aufgrund der Basisausstattung von Palace ist hier natürlich auch das große Paket von Iveco verbaut. Es handelt sich um einen 200 PS Motor mit einem großen Package fürs Führerhaus. Und hierzu gehört natürlich auch ein mega geiles Navigationssystem von Garmin. Dieses System kennt dann auch tatsächlich die Maße des Fahrzeugs, vor allem die Höhe mit 3,64 Meter. Die könnte sonst ab und zu, denke ich mal, vergessen werden. Zum großen Paket gehört natürlich auch das ganze Thema Abstandssensorik. Das heißt, Fahrzeug hat einen City-Notbremsassistenten und hält natürlich auch alleine an, wenn man mal nicht rechtzeitig bremst. Er hält den Abstand alleine und er beschleunigt auch wieder alleine. Das ist natürlich für so ein Fahrzeug ein mega Komfort. Ihr seid da richtig entspannt unterwegs. Was man zum Garmin wissen muss, Echtzeit hat man nur mit der Anbindung vom Handy. Und auch die Updates laufen dann teilweise übers Handy oder hier in dem Fall jetzt, wenn es ums Radio geht, nur in angeschlossenem Zustand im Führerhaus. Aber die Updates haben alle perfekt funktioniert. Das Fahrzeug hat auf der Hinterachse Luftfederung, die man auch noch manuell ansteuern kann. Zum Beispiel vom Einladen von Fahrrädern, schweren Gegenständen, lässt man die Kiste hinten runter bis zum Anschlag. Und ansonsten, wenn man beim Mangieren Luft braucht, auch gerne mal nach oben. In der Mittelstellung ist er dann auf normal. Und das Schönste ist, dieses System ist angeschlossen an die HPC. Das heißt, wenn ihr die Hubstützen bedient, könnt ihr nichts kaputt machen, sondern die Luft wird automatisch abgelassen, bevor HPC die Stütze rausfährt. So, ich habe euch jetzt mal auf der rechten Seite die Klappen alle aufgemacht. Ihr seht unten so große Gastank drin von Wünengas. Drüber eine Klappe für Schuhe, die komplett beheizt ist. Und ich habe es jetzt mal extra schon beladen, dass da auch selber alles reinpasst. Weil leere Klappen haben wir genügend gesehen schon. Hier nochmal das Elektrofach, alles sauber verarbeitet, richtig schön gemacht. Und hier unser beladener Kofferraum. Da ist noch reichlich Reserve für andere Equipment. Es ist alles drin. Und man hat überhaupt kein Platzproblem gehabt. Das Ding fasst 250 Kilo und das Schönste ist, wenn ihr die Anhängerkupplung dran habt, die darf dann nochmal eine Stützlast von 150 Kilo. Ich denke, das ist genial. So, alle Klappen auf der Fahrerseite. Einmal habt ihr hier vorne Möglichkeiten, um zum Beispiel wie bei uns nachher die Stützplatten, die ich drunter mache, unter die Checks plus sonstiges Ding, alles schön beheizt unterzukriegen. Dann habt ihr hier die Entsorgung der Grauwasser- und der Fäkalientanks. Zusätzlich könnt ihr hier bei der linken Seite auf 100 Liter Fahrwasser ablassen. Und ihr habt rechts dann nachher die Möglichkeit, alles abzulassen. Und ihr könnt hier mit der Spüllanze auch alle Tanks separat spülen. Hier ist die Wasserpumpe mit drin. Hier ist die alte Heizung verbaut. Dieses Mal schön weit weg vom Bett. Wir schlafen vorne oben, alte ist hinten. Der Frank ja ist hier direkt im Schlafzimmer. Das heißt, ihr hört nachts natürlich beim großen Platin schön die Heizung ständig laufen. Hat uns genervt ohne Ende. So, hier unten die Entsorgung. Großes C-Rohr, sauber verstaut. Hier wird Fäkaltank und Grauwassertank entsorgt. Man sieht sehr schön Hinterradantrieb, große Kardanwelle und den großen Tank. Abgaskamin, Frischwasserzufuhr. Wir haben trotzdem noch mal 2,11 Kilo dabei. So wird es im Winter immer warm bleiben bei uns, auch wenn der Haupttank leer ist. Und hier die andere Seite von der großen Garage. Es ist wirklich alles dabei. Und dank Luftfederung steht das Auto immer gerade. Ja Leute, wenn ihr Frage zu unserem neuen Dicken habt, schreibt mal Mail. Wenn ihr Wünsche habt, schreibt es in die Kommentare. Und ansonsten lasst euch überraschen. Wir werden jetzt mit dem Ding am Wochenende schon mal richtig Kilometer ziehen und dann nachher aus der Erfahrung raus berichten. Bis bald. Ciao.